In diesem Talk geht es um das Thema Sextoys. Ich bin Tine Molin und mache den Blog Happy Vagina, der sich um weibliche Sexualität dreht. Und bei mir zu Gast ist heute Dr. Nadine Beck, die ihre Doktorarbeit über Sexspielzeuge geschrieben hat und in ihrer unverkennbar, unverblümten Art heute über Toys spricht, über Trends spricht und ihre gigantomanische Sextoy-Sammlung. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Talk, und wenn du ihn genauso gerne magst wie ich, dann vergiss nicht, ein Like da zu lassen oder abonniere am besten gleich den Kanal, dann bist du immer super gut informiert. Wie kommt man denn dazu, sich mit der Historie von Vibratoren zu beschäftigen und das auch noch mit seiner Doktorarbeit? Du bist Historikerin, richtig? Kulturwissenschaftlerin. Mhm. Wir dürfen das, ne? Das zum einen. Historiker wagen sich an solche Themen nicht so ran, aber wir gucken auch vor allen Dingen auf Praktiken. Was machen denn die Leute damit? Also gibt es da irgendwie einen Wissenstransfer? Lernen sie was über ihren Körper? Wann, wie, wo machen sie diese Dinge? Und eigentlich wollte ich meine Doktorarbeit über Sex im Altersheim schreiben. Das hätte am Ende wahrscheinlich auch was mit Sexspielzeug zu tun gehabt. Das ist nämlich gar nicht so selten im Altersheim und sehr hilfreich. Aber ich habe dann bei Recherchen im Beate-Use-Archiv die ganzen alten Kataloge entdeckt und habe mir das so angeguckt. Und ich gucke immer nach Produktjubiläen und Ansätzen, wo ich irgendwie für meinen Job was schreiben kann. Und dann fiel mir der Vibrator auf. Erstmal in diesen wunderbaren alten Katalogen lachst du dich tot, der Imperator oder Vulcano oder Muschibär oder so. Dachte ich so mal, um Gottes Willen, großartig. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe einen Cross-Check gemacht. Es gibt nichts über den Vibrator. Es gibt ein Buch von 99, das ist das, wo alle draus zitieren mit den Ärzten, die gegen die Hysterie diese Vibratoren benutzt haben. Alles falsch. Bitte ach, sofort vergessen. Ach, das ist ein Mythos. Da ist ein ganzer Film ein drüber gedreht genau. worden. Ich würde gerne mit so einem Vibrator zu Leuten hingehen und die blitzdingsen wie bei Men in Black und sagen, vergesst all das. Das war eine Hypothese und die ist auch eigentlich als solche benannt worden. Aber die Story ist so gut, dass sie halt einfach weitergesponnen wurde und irgendwie hat keiner richtig geguckt, stimmt das eigentlich? Mhm. Und das ist jetzt vor ein paar Jahren passiert. Und ich habe es in meiner Doktorarbeit jetzt auch nochmal auf Deutsch drinstehen. Also es kam aus den USA, dass das alles nicht so ist. Aber genau, das war so die Idee, dass ich dachte, ey, es gibt nichts Richtiges über den Vibrator. Mache ich das doch mal. Ja. Und danach das Schicksal seinen Traum. Ja, du hast eine Doktorarbeit geschrieben. Du hast eine Sammlung, wie wir gehört haben, die immer, immer, immer weiter wächst. Wie ist das denn jetzt? Wofür, wie hat sich das verändert? Gib uns mal einen Abriss. Wie war das in den 60ern und wie war das in den... Ich habe da mal was vorbereitet. Also das sind so diese ganz alten Geräte. Die wurden aber verwendet für kosmetische Zwecke und wenn du mal irgendwie Verstopfung hattest oder schönen Busen bekommen wolltest, das war so Kosmetik und Medizin in einem. Wir haben aber Pornos aus den 30ern in sehr eindeutigen Positionen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter spulen, in den 60ern kommt irgendjemand auf die Idee und packt das Ganze batteriegeladen in sowas. So, und das ist der Moment, wo quasi sich medizinisch-kosmetische Vibrationsmassagegeräte und Sexspielzeuge treffen. Wobei man sagen muss, das Ding wurde auch erstmal nicht als Sexspielzeug beworben, aber die Form, ne? Spricht für sich. Genau. Und dann tut sich erstmal ganz lange nichts. Also wir haben das so ab 1969 bei uns in Deutschland auf dem Markt. Das hat alle möglichen Farben, aber es ist immer irgendwie ein abgebildeter Penis. Irgendwann kommt mal sowas wie hier ein kleines Klitorisärmchen dazu oder sowas, aber es ändert sich nicht wirklich was. Und jetzt haben wir erst so, das ist der schöne, ich glaube, er heißt Paul. Fun Factory wird mich jetzt wieder schelten, weil ich das immer vergesse, weil die so süß sind. Und er sieht halt mal etwas anders aus. Ne? Warte mal, wir haben kein Bild mehr von dir. Oh, wir haben kein Bild. Jetzt haben wir dich jetzt. Wieder. Genau. Weil wir wollen doch dich und also, Paul sehen. Genau. Paul ist halt ein Wurm und kam an wie geschnitten Brot. Die Fun Factory hat da mal einfach komplett den Markt revolutioniert damit. Weil der Körper und geformt war. Ja, und den G-Punkt trifft. Nicht aus wie er hier. Das ist mein erster Vibrator von, ich glaube, 1994, 95. Eine Fleischpeitsche.
So, und dann können wir uns vorstellen, dann kommt endlich mal sowas auf den Markt und sieht halt einfach niedlich aus und ist irgendwie sympathisch und grün und vor allen Dingen, und meine Katzen sind im Übrigen im Hintergrund, also wenn es rumpelt, dann haben die wieder ADHS und wollen mitmachen. Es kommen halt so Sachen auf den Markt, die irgendwie aussehen wie kleine Tiere oder wie irgendwie lustige Figuren mit tollen Farben. Und da haben wir in der Mitte der 90er erstmal so ein Puff. Auf einmal wird geguckt, wie Frauen das eventuell gerne haben möchten. Und ab da verselbstständigt sich das so ein bisschen. Wir haben Auflegevibratoren, wir haben vor allen Dingen 2013, 14 etwas, was ganz anders aussieht. Das ist einer der ersten Womanizer von damals mit diesem Druckwellenvibrator. Genau. Und der macht ganz vieles ganz anders. Der geht vor allen Dingen nicht auf Pornomessen, um diese Neuheit vorzustellen, sondern auf Lifestyle-Messen. Und wir sehen ein bisschen Spitze, ein Strass-Element. Es sieht halt einfach überhaupt nicht aus wie ein Sexspielzeug. Und ab da können wir eigentlich wirklich sagen, jetzt tut sich was. Und vor allem, wenn ich das richtig erinnere, ist es auch eines der ersten, das rein auf die Klitoris geht. Also bislang hatten wir ja immer Vibratoren, die aussehen wie Penisse, also quasi ein Penisersatz. Genau. Und jetzt ist es etwas, was nur sich dem Lustorgan der Frau widmet. Genau, also die Auflegevibratoren, die haben das schon so ein bisschen gemacht, aber dass jemand überhaupt mal überlegt, wo könnte ich denn eigentlich ansetzen an der Vulva, wo es einen Sinn ergibt. Weil, wie wir alle wissen, Penetration oder wie man ja heute sagt, Zirklusion, also das Aufnehmen eines Dildos, Penis, was auch immer, in die Vagina, ist ja nicht immer abendfüllend. Ne? Also heißt ja nicht, dass man gleich einen Orgasmus bekommt davon. Und das war eben mit dem Womanizer etwas, der gesagt hat, wo wird denn der Orgasmus meistens ausgelöst? Und wo hätten und was, wie machen sich die Frauen eigentlich? Genau. Da wurde geguckt. Und da wurde vor allen Dingen die Frau des Erfinders mit eingebunden. Ich glaube, die ist einen leidvollen Weg bei der Entwicklung dieses Gerätes. Ich durfte mit der Firma sprechen und die haben erzählt, die ursprüngliche Version war eine Aquariumpumpe von Goldfischen, mit der die Frau das immer getestet hat. Und die auch erzählt, es war nicht immer lustig, aber dann irgendwann war es sehr lustig und sie hatte irgendwann, sehr viel Spaß. Absolut, also die sind auch super. Und ja, also ab dem Zeitpunkt hat man einfach auch ein bisschen umgedacht, Mensch, das kann ja auch schön aussehen, das kann süß aussehen, das kann sämtliche Farben und Formen annehmen, die mir als Frau auch Spaß macht. So. Man hat angefangen, glaube ich, das Produkt auch mehr von der Seite der Frau auszusehen. Wie ist das denn? Befriedigen die meisten Frauen eher die Klitoris oder eher den G-Punkt? Und ist es eher der Vibrator oder ist es eher die Klitorisstimulation? Gibt es denn dazu Erfahrungswerte, Forschungsergebnisse? Ja, also es gibt ganz tolle Seiten, ich möchte jetzt keine Werbung machen, obwohl ich es echt gerne machen würde, die uns das auf Videos zeigen, wie Frauen masturbieren. Also meistens an der Klitoris, Zweifingersuchsystem und dann irgendwie massieren. Die wenigsten stecken sich dann wirklich etwas in die Vagina, weil sie bei sich selber den G-Punkt zu suchen, das ist schon ein bisschen herausfordernd, geht auch. Es ist von, also ich sage immer, es gibt so viele Sexualitäten, wie es Menschen gibt und so viele Wege, Solo-Sex bei sich zu machen, wie es Menschen mit Genitalien gibt, weil jeder hat irgendwie andere Zugänge dazu und was wir wissen müssen, es verändert sich alles. Also selbst an mir entdecke ich jetzt mit seit ein paar Tagen 45. Alles Gute zum Geburtstag. andere Stellen, die 40 Jahre komplett uninteressant waren. Und auf einmal ist die da und ist sensibel und andere Stellen, die ich zum Beispiel durch Sexspielzeug, jetzt habe ich meinen ganz tollen, ganz langen Vibrator nicht dabei, die ich entdeckt habe, wenn man einen sehr langen Dildo oder Vibrator nimmt, der bis ganz hinten fast an den Cervix kommt und dann nach oben drückt. Da ist die sogenannte AFEC-Zone. Ich kann gar nicht sagen, wie schön das war. Also heftiges Augenflattern und gleich muss ich das nochmal machen. Momente waren auf jeden Fall dabei. Und sowas entdeckst du erstmal. Das heißt auch, wenn ich jemandem zum Beispiel sagen würde, der noch nie Solo-Sex mit sich gemacht hat, ich würde auch sagen, nimm erstmal deine Hände. Fang erstmal an, guck mal, wie ist es an den Brüsten, wo bist du sensibel. Und wenn er denn ein Sextoy nehmen möchte, kann er auch erstmal so einen kleinen Bullet-Vibrator nehmen und gucken, ist das an der Klitoris schön. Manche sind an der Klitoris so sensibel,
dass man da wirklich nur ganz sanft rangehen kann oder an den Labien außen oder am Vulva-Eingang. Also es gibt ganz viele Plattformen, wo man sich das mittlerweile auch als Frau zeigen lassen kann. Wir können ja mal irgendwo links drunter posten. Ich verdiene dadurch auch nichts, aber eigentlich möchte ich, dass die Welt besser weiß, wie man das können macht. Das können wir gerne machen. Jetzt würde mich aber noch interessieren, das ist ja, wie du schon gesagt hast, jeder ist ja anders. Ich zum Beispiel finde den Druckwellenvibrator viel zu viel. Darüber haben wir ja beide schon mal gesprochen. Ja. Also ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Das ist, also da sperrt sich alles. Ich habe auch den gleichen Vibrator seit ungefähr 10 Jahren und bin da auch total wechselunwillig. Das ist so ein Phänomen, das haben so viele Frauen. Never change a winning team. Kann ich total verstehen. Wenn das funktioniert, ist doch super. Jeder Orgasmus ist doch ein toller Orgasmus. Ist doch alles fantastisch. Andere haben gar keine Orgasmen oder ständig Orgasmen. Das ist auch nicht schön. Oder sehr schön. Empfindet auch jeder anders. Jetzt gibt es ja diese Vibratoren, du hast ihn vorhin schon gezeigt, ich glaube, sie heißen Rabbit-Vibratoren, wo die Klitoris und der Gebung gleichzeitig stimuliert wird. Ne? Jetzt kenne ich Frauen, die sagen, oh, es ist viel zu weit auseinander, es passt nicht zusammen. Wie ist es denn mit den Körperlichkeiten und den individuellen Körperlichkeiten und einem das Massenprodukt? Das ist ein großes Problem. Also das Gute an solchen Vibratoren wie das ist zum Beispiel auch einer, drückt man oben drauf und der vibriert an dieser Kugel hier. Gut, den kann ich außen anwenden. Wenn ich aber zum Beispiel 2 Punkte oder 3 Punkte gleichzeitig stimulieren möchte, haben wir im Moment ein Problem, dass viele standardisiert sind. Mhm. Wenn ich aber einen kurzen Cervix-Hals habe oder einfach der sehr langen Cervix-Hals, kann ja auch irgendwie sein. Also der Punkt von Gebärmutterhalsende bis zum Vaginalausgang ist ja nicht bei jeder gleich. So, dann kann ich auch so viel probieren, wie ich möchte. Wenn der G-Punkt-Vibrator nicht an meinen G-Punkt kommt, dann habe ich ein Problem. Und das hier ist zum Beispiel so etwas, das von Laura Di Carlo, der hat hier oben diesen Druckwellenstimulator und hier, ich hoffe, er ist geladen, bewegt sich so ein kleiner Arm. Ja, wenn die Batterie jetzt noch mitspielen würde, wäre es total toll. Egal, aber du kannst es auf jeden Fall anpassen, weil den Teil führst du dir ein und du kannst es so anpassen, dass es eben kurz ist oder lang ist. Aber das haben eben nicht alle Toys. Also wir haben dasselbe Problem im Übrigen auch bei Männern. Wenn du einen etwas zu großen Penis hast oder einen zu kurzen oder einen zu kleinen, dann hast du mit vielen Masturbatoren einfach überhaupt gar keinen Spaß. Oder der ist zu dick und passt da nicht rein. Es gibt jetzt welche, die das Frenulum beim Mann stimulieren. Was ist das Frenulum? Das Frenulum Bändchen? Ist das Bändchen quasi an der Penisunterseite. Das zum Hoden führt. Genau. Also hast den Penis und ziehst die Vorhaut zurück und da, wo die Vorhaut eben dran hängt an dem Penis, genau, da an der Stelle, so rund um den Bereich. Wunderbarer Bereich, man sagt, Männer könnten dadurch solche Orgasmen erleben wie Frauen. Ich warte da noch auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja, aber das ist auch ein Punkt, der im Tantra immer wieder bei der Lingam-Massage empfohlen wird. Genau. Da ist der Mann sehr sensibel. Also kann man auch beim Oralsex durchaus mal ausprobieren, ob das irgendwie eine schöne Abwechslung ist. Bereicherung. Genau, also wir haben natürlich als Frau auch ein Frenulum, weil wir sind ja homolog aufgebaut von den Genitalien. Wir sind nur eingeklappt und die ausgeklappt, die Männer. Aber genau, es gibt Toys, die das versuchen abzubilden, dass man das irgendwie verkürzt, verlängert und sowas. Aber ich verstehe total das Problem, wenn man sich quasi einen Vibrator reinschiebt, der die Klitoris bearbeiten soll und meine Klitoris ist einfach hier. Da muss so ein bisschen mehr gedacht werden in diese Richtung. Aber ansonsten, ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, einen Vibrator oder einen Dildo oder irgendetwas zu nehmen. Und die Hand, also wir haben ja immer 10 tolle Sexspielzeuge dabei. Und hands hit different. Also das ist auf jeden Fall etwas, das kann ich sagen. Gibt ja Menschen, die sich nicht anfassen möchten. Für die ist ja ein Sextoy manchmal auch ein guter Weg, um sich doch irgendwie zu connecten mit dem Intimbereich. Aber es gibt ja Leute, die können sich ja noch nicht mal einen Tampon einführen, weil sie irgendwie denken, geht gar nicht. Intimbereich, oh mein Gott. Habe ich nicht drüber geredet. Und Gibt es denn in dem Bereich auch noch andere Sachen, über die
vielleicht entdeckt werden dürfen. Liebeskugeln fällt mir jetzt spontan ein. Ja. Ja, Liebeskugeln, ich habe hier gerade ein historisches Exemplar. Die gibt es halt irgendwie schon seit Ewigkeiten. Das ist Ja. jetzt eins aus den 70ern. Gab's in Aber meiner Jugend schon, genau. genau. Und die kommen auch aus Fernost irgendwo. Also die Idee ist jetzt auch nicht neu. Aber es gibt alles Mögliche. Überlegt jetzt gerade, ich habe jetzt hier noch eins, das kann man sich auch einführen und hat hier noch so eine kleine Fernbedienung. Dass man kann das auch sich auch in die Unterhose stecken. Es gibt alle möglichen Dinge. Was ich jetzt neu beobachte, ist, dass wir ein männliches Tabu langsam lüften. Prostatamassage. Wir haben ja auch eine Prostata als Frauen. Das heißt, wenn wir einen G-Punkt massieren, dann ist das prostatisches Gewebe, was wir da reizen, was so rund um die Harnröhre ist. Ja, Männer haben das halt ein bisschen woanders, durchs Hintertürchen rein. Aber Prostata-Vibratoren, anale Massagen sind im Aufwind. Das kann ich mal sagen. Ja, das ist spannend, wie der Markt sich immer weiterentwickelt. Ich wusste Total. auch gar nicht, dass es Masturbatoren gibt für Männer, diese Geräte, die man dann, das ist auch alles total faszinierend. Wie Total. ist es denn bei dir? Hast du verschiedene Vibratoren? Bist du wie ich so eine Solo-Userin, so ein Fan, so ein Team-Fan oder hast du verschiedene, die du benutzt? Das ist so phasenweise. Also ich probiere ja total viel aus. Ich hatte auch mal an einem Nachmittag fünf neue Geräte und danach hatte ich mir Nerv geklemmt beim Ausprobieren. Das war eine Situation beim Orthopäden, als ich ihm das verklickert habe, woher das kommt. Da war der kurz mal echt angepisst, weil er meinte, wir machen jetzt ein MRT und so lange lassen Sie das, weil das MRT ist teuer. Und ich so, okay, war gut. Also. Aber ja, ich probiere die auch alle aus. Was war die Frage jetzt dahinter? Du wolltest. So, also du hast nicht einen Liebling, sondern das Genau. ist so phasenweise hast du gesagt. Ja, also ich muss mal sagen, das hier ist mein Womanizer von 2016 und der funktioniert auch bei mir am besten. Aber es gibt Phasen, wo ich einfach andere Toys für mich entdecke. Und es hat ja auch viel mit dem Gehirn zu tun. Welche Fantasien habe ich gerade? Also bin ich gut drauf, bin ich schlecht drauf? Das steuert ja wahnsinnig viel, auch die Lustempfindung und kann ich gut kommen, kann ich schlecht kommen oder sowas. Aber genau, ich habe jetzt neulich mal den hier gehabt für eine gesamte Weile, weil einfach die gleichzeitige Stimulation, das hier ist so ein Ärmchen, das macht immer so an deinem G-Punkt. Ja. Wenn du mal in Ui. den Genuss des Squirtens kommen möchtest, kann man mal versuchen. Aber kein Druck. Nicht jeder kann sofort squirten. Also das war schon gut. Und etwas, was immer wieder gerne von mir genommen wird, ist ein etwas längerer Vibrator, der jetzt eben diese AFE-Zone stimuliert. Lustigerweise muss die Vibration gar nicht einschalten und dann halt eben gleichzeitig manuell. Das sind so Sachen, die muss man einfach mal ausprobieren. Und dann hat man wieder Lust auf was anderes. Du denkst, Mensch, den habe ich eigentlich immer benutzt, aber ich bin theoretisch in deinem Team. Ich habe 500 Geräte hier. Zwei, drei benutze ich. Ja, weil ich glaube, das ist nämlich das, also es klingt so, als ob das die Herausforderung ist, das Gerät zu finden, das für einen die Glückseligkeit bedeutet. Es ist Ja. ja ein riesiges Angebot und es werden ja Ja. immer mehr. Und das Schöne ist, dass auch immer mehr Wert darauf gelegt wird, dass sie hochwertig sind, dass sie Genau. auch aus medizinischem Silikon Material, sind, aus genau. medizinischem Silikon sind. Jetzt hatte ich sogar einen Womanizer in der Hand, der sogar ganz nachhaltig ist, wo man die Komponenten wieder trennen kann, den Echo. Genau, so ein Genau. Echo. Dahin geht es auch. Absolut. Das ist ein absoluter Trend. Der wurde auch wirklich bemängelt, weil wir keine gesetzlichen Vorgaben haben über Schadstoffe in Sexspielzeug. Das wird manchmal über Kinderspielzeug abgerechnet, manchmal über medizinische Produkte, aber es klafft ja eben so eine ISO-Lücke, die wir eigentlich mal ein bisschen besser füllen können, weil du hast immer wahnsinnig viel Beschichtung drauf. Und also wenn man sich diese ganzen alten Gummipenisse anguckt, also die Horrordarstellung in jedem Sexshop, die noch so kleben und du machst die Ja. Packung auf und es riecht irgendwie nach Chemie, du kriegst hervorragende Allergien davon, in allen Farben. Wunderbar. Also wenn du mal unbedingt irgendwie einen chemischen Chemical Burn, also so eine chemische Verbrennung oder einen Ausschlag haben willst,
billige Toys. Also da ist man weg von. Mein Tipp war immer, dran riechen und eigentlich mal dran lecken, weil wenn die Zunge taub wird, dann ist da irgendeine Beschichtung drauf, die du garantiert nicht an den inneren Schleimhäuten haben willst. Genau, deswegen. Im Übrigen, ich bin ein Verfechter des Gleitgels. Habe ich auch 42 Jahre lang nicht benutzt. Mhm. Und irgendwann habe ich mal so einen heißen Tipp bekommen. Es gibt auch wirklich gute, die man im Sommer benutzen kann, damit die Oberschenkel nicht so aneinander greifen. Und heißer Tipp, ich weiß, mir sagen immer alle, nein, ich bin feucht genug. So, nee. Es ist von der Gleitfähigkeit, es ist was anderes. Einfach mal ausprobieren. Und das ist eigentlich das, was ich jedem mitgeben würde. Einfach ausprobieren. Kann ja sein, dass das Toy irgendwie für dich jetzt toll ist oder eine neue Zone entdeckt oder du auch immer merkst, okay, ich kann anale Orgasmen bekommen mit diesem Buttplug oder so. Keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren. Also die Kombination macht's und alles fließt. Das verändert. Nadine, das war ein tolles Schlusswort. Ich danke dir für dieses unterhaltsame Gespräch und für dieses Wissen, dass du immer so in den Nebensätzen noch mit einfließen lässt. Wäre nie auf die Idee gekommen. Gleitmittel im Sommer zwischen die. Das ist super. Für oben Schenkel damit. Das ist super. Das Beste. Wir werden das fortsetzen. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Heißen Details. Genau. Bis dann.